Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Zwickaus Oberbürgermeisterin äußert sich in Zeiten von Corona. Sparkasse Zwickau ist für die Kunden da und Fußballfans leisten Unterstützung in schweren Zeiten. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu Ihrer Freitagsausgabe von Tag aktuell. Mittlerweile ist es irgendwie schon Normalität. Menschenleere Straßen, verwaiste Parks und Spielplätze, geschlossene Geschäfte. Die Zwickauer haben, wie die Menschen weltweit, begriffen, dass es in Zeiten von Corona jetzt darum geht, sich an Regeln zu halten, um zeitnah diese für alle schwierige Zeit zu überstehen. Viele Menschen sind aber unsicher und machen sich Gedanken um ihre Existenz. Um einige Fragen bezogen auf Zwickau zu beantworten, haben wir Oberbürgermeisterin Dr. Pia Findeis heute zum Interview gebeten. In Zeiten von Corona treten natürlich an uns die Medienvertreter, die Menschen heran mit ihren Ängsten und Sorgen, und bei ihnen wird es sicher auch nicht anders sein. Da stellt sich erstmal die Frage, wer ist bei einer Pandemie überhaupt zuständig? Also entsprechend des sächsischen Pandemieplanes sind die Landkreise und die kreisfreien Städte zuständig. Die Stadt Zwickau gehört nicht dazu. Wir haben ja die Kreisfreiheit seit 2008 nicht mehr. Wir sind eine kreisangehörige Gemeinde, also dafür ist auch für unsere Bürger der Landkreis zuständig für die Gefahrenabwehr. Dazu gehört beispielsweise die Übermittlung, die Überwachung und das Verbot von Veranstaltungen und Informationen an die Bevölkerung. Und wie geht die Stadt Zwickau damit um, wenn hier Fragen kommen? Natürlich verlassen wir uns nicht alleine nur auf den Landkreis. Wir arbeiten dort im Rahmen der Möglichkeiten mit und wir lehnen uns auch nicht zurück. Wir haben ja schon sehr frühzeitig reagiert. Wir haben Veranstaltungen abgesagt, wir haben Einrichtungen geschlossen und wir haben sogar zu den Mitteln gegriffen, öffentliche Parkanlagen abzusperren. Das Ordnungsamt führt entsprechende Kontrollen durch, auch im Rahmen von Amtshilfe durch den Landkreis, da wir ja in der Größe unserer Stadt viele Ordnungskräfte vorhalten können, die jetzt auch die Kontrollen durchführen. Eine großartige Arbeit, und das will ich hier noch mal betonen, wird auch in unserem städtischen Klinikum geleistet, und auch das Krankenhaus in der Stadt, die Paracelsus-Klinik, zieht hier mit. Und wir haben als Stadt Zwickau auch seit dem 20. März einen Krisenstab in der Stadt eingerichtet. An diesem Krisenstab nehmen teil alle Bürgermeister, dann der Leiter der Berufsfeuerwehr, der ja auch für den Rettungsdienst in der Stadt, für die Rettungswache mit zuständig ist und für die Leitstelle, der Leiter des Personalamtes, dann der Leiter des Ordnungsamtes und das war uns auch ganz wichtig, Vertreter des Heinrich-Braun-Klinikums. Denn die sind jetzt im Krisenstab des Landkreises nicht mit vertreten. Und deshalb ist es gut, dass wir hier für unsere Bevölkerung auch die Vertreter des Klinikums mit dabei haben, wo wir aktuell die Sorgen und Nöte hören und wo wir auch dort, wo es möglich ist, helfen und unterstützen. Wie verhalten sich die Zwickauer konkret in der Situation? Was ist vom Ordnungsamt zu berichten? Hält man diese Regelungen ein? Ja, das Ordnungsamt ist unterwegs. Es wird zurzeit auch unterstützt von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus anderen Ämtern der Verwaltung. Die Personen, die unterwegs sind und kontrollieren, gehen mit Fingerspitzengefühl vor. Sie werden nicht gleich das größte Mittel rausholen mit Anzeigen. Aber wir fordern alle auf, sich diesen Auflagen, die nun mal existieren, mit Abstand halten, mit Nichtbetreten von Spielplätzen, von Parkanlagen, diese Auflagen einzuhalten. Und ich bin auch den Mitarbeitern sehr dankbar, dass sie diese Aufgabe übernehmen. Denn es gibt immer schwarze Schafe und leider
mussten wir diese Woche einen Vorfall verzeichnen, dass Mitarbeiter des Ordnungsamtes angespuckt worden sind. Das ist natürlich in derzeitigen Situation, wo wir Abstand halten, wo wir jeglichen körperlichen Kontakt vermeiden, besonders tragisch, dass dort Menschen die Mitarbeiter des Ordnungsamtes anspucken. Wie können sich die Menschen hierhin wenden in dieser Zeit? Also erst einmal möchte ich alle bitten, dass sie die Möglichkeiten nutzen, die auch die Landesregierung, also der Freistaat Sachsen, eingerichtet hat. Das sächsische Informationsportal ist sehr aussagefähig und man kann sich dort sehr viele Informationen holen. Es ist auch eine telefonische Hotline eingerichtet, wo die Bürgerinnen und Bürger sich hinwenden können. Aber wir haben selbst als Stadt Zwickau auch schon vor 2 Wochen auf eine eigene Unterseite in unseren Internetauftritt eingerichtet. Hier sind Informationen zum Coronavirus, Links zu wichtigen Behörden und auch viele aktuellen Informationen zu finden. Gerade kleine Unternehmen sind ja jetzt betroffen. Sie haben Existenzängste. Gibt es schon Aussagen oder wie könnte man seitens der Stadt helfen? Wir hören ja über die Medien, dass die Bundesregierung und auch die Landesregierung vielfältige Hilfen beschlossen haben und vor allen Dingen auch an kleine Unternehmen gewähren wollen. Klar ist da jetzt noch einiges unübersichtlich. Wir bieten die Möglichkeit, dass die Betroffenen sich bei der Wirtschaftsförderung der Stadt informieren und dass sie dort auch geholfen bekommen, also zumindest über die Information, welche Möglichkeiten gibt es, Hilfen zu beantragen, wo wird das gemacht und dass man dort auch die Erfahrung der Wirtschaftsförderung mit nutzen kann. Gestern hätte es turnusmäßig eine Stadtratssitzung gegeben, die Ausschüsse tagen nicht mehr. Das ist auch eine Sache, das war aber eine Notwendigkeit, auch das einzustellen. Also es war mir wichtig, dass ich mich mit dem Ältestenrat, also mit den Fraktionsvorsitzenden des Stadtrates abstimme. Mir war schon sehr früh klar, dass wir die Stadtratssitzung im März absagen müssen. Aber wir haben uns auch darauf verständigt, dass wir die Stadtratssitzung und auch die Ausschüsse für den Monat April absagen. Verständigt haben wir uns, dass bestimmte Dinge, die notwendig sind oder wo es auch jetzt auf der Tagesordnung der aktuellen Stadtratssitzung, die abgesagt wurde, schon Ausschussentscheidungen gab, dass die per Eilentscheidung von mir getroffen werden können. Aber wenn weitere Eilentscheidungen anstehen, zum Beispiel Vergabe von Aufträgen, werde ich mich im Vorfeld immer mit dem Ältestenrat abstimmen in einer Telefonkonferenz, ob sie mit der Eilentscheidung der Oberbürgermeisterin dort einverstanden sind oder auch nicht. Wenn sie nicht einverstanden sind, dann müssen wir die Entscheidung verschieben. Denn ich will auf keinen Fall, wie das einige Stadträte auch schon geäußert haben, dass hier nur noch die Oberbürgermeisterin entscheidet. Es gibt einen Stadtrat. Der Stadtrat hat hoheitliche Aufgaben zu erfüllen und er wird mit einbezogen. Jetzt ist es ja auch so, es hätte ja ein neuer Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin im Juni gewählt werden sollen. Das ist auch alles hinfällig. Es wurde nach dem 20. September, wenn ich richtig informiert bin, geschoben. Was machen Sie jetzt? Bleiben Sie jetzt noch als Oberbürgermeisterin tätig? Wie wird damit umgegangen? Also erstmal haben wir jetzt den Erlass des Innenministeriums, dass die Wahlen am 7. Juni mit dem eventuellen zweiten Wahlgang am 28. Juni nicht durchgeführt werden dürfen. Klar ist auch, dass der neue Termin vom Stadtrat bestimmt werden muss. Also das heißt, dass da auf alle Fälle auch eine Stadtratssitzung irgendwann stattfinden muss. Und wie es jetzt weitergeht, dann in der Stadt Zwickau, dazu kann ich mich jetzt noch nicht äußern, weil dort noch viel Interpretationsspielraum ist. Ich kann nur alle aufrufen, wir sind in einer Krise, das ganze Land, ganz Europa, die ganze Welt ist in einer Krise. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, halten Sie sich an das, was vorgegeben ist, Abstandsregeln. Halten Sie sich daran, dass Sie nur möglichst zu Hause sind. Gehen Sie nur raus, wenn Sie einen Spaziergang machen, das wird ja auch empfohlen, oder wenn Sie Besorgung machen oder wenn Sie auf Arbeit gehen. Bitte halten Sie die Regeln ein.
sein. So können wir alle helfen, dass wir diese Krise so schnell wie möglich überwinden. Und zweitens möchte ich natürlich auch Dank sagen. Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern, in den Pflegeheimen, in den stationären Einrichtungen, die noch existieren, die nicht geschlossen worden sind. Dank aber auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Geschäften, in den Supermärkten, die dafür sorgen, dass Lebensmittel zur Verfügung stehen. Dank an diejenigen, die die Regale einräumen, die die Lebensmittel vor Ort bringen, also an die Lkw-Fahrer und an viele, die hier beteiligt sind. Denn trotz dieser Krise habe ich den Eindruck, dass das Leben hier in Zwickau ruhig seinen Lauf nimmt und dass sich die meisten Menschen daran halten, was vorgegeben ist. Und dann werden wir so schnell wie möglich auch wieder zu normalen Verhältnissen zurückkehren können. Letztendlich gilt es auch Dank zu sagen an Sie, an das Zwickauer Fernsehen, an Radio Zwickau, an die freie Presse, die immer aktuell informieren, die sachlich informieren und die letztendlich auch die Angst, die herrscht, dass dieser Angst etwas die Spitze genommen wird und dass jeder auch über die Medien immer aktuell informiert ist und weiß, dass es viele, viele Menschen gibt, denen es genauso geht wie den Einzelnen und dass wir aus dieser Krise, hoffe ich, gestärkt hervorgehen werden. Und dann wünsche ich uns allen, dass wir gesund bleiben. Vielen Dank. Werbung. Von Corona. Der Sportpark Zwickau weiß, wie es geht. Schalten Sie ein bei TV Westsachsen und machen Sie mit. Wir bieten allen, die daheim bleiben müssen, täglich aktuell das perfekte Sportprogramm, ganz auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Fit-Tipps in Zeiten von Corona. Eine Gemeinschaftsproduktion des Sportparks Zwickau mit TV Westsachsen. Die Kanzlei für Wirtschaftsrecht geht neue Wege. Seit September 2019 heißen wir unsere Mandanten in neuen Kanzleiräumen in der Schumannstraße 2 in Zwickau willkommen. Die Digitalisierung schreitet voran. LegalTech hält Einzug in der Kanzlei für Wirtschaftsrecht. Gerade in Zeiten wie die des Coronavirus, in denen persönlicher Kontakt möglichst vermieden werden sollte, bieten unsere Rechtsanwälte einen zusätzlichen Service an. Mit unserem Online-Mandat ermöglichen wir Ihnen auf unserer Webseite einfach und schnell Ihr Anliegen in einem Kontaktformular zu beschreiben und Dokumente hochzuladen. Das geht bequem von zu Hause aus. Unsere Anwälte nehmen sich mit hoher Kompetenz unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung Ihrem Fall an und beraten Sie telefonisch. Rechtsanwaltskanzlei Schlichter. Die Kanzlei an Ihrer Seite. An alle Einsatzfahrzeuge. Gesucht wird ein grauer C3 mit rotem Dach. Rot mit schwarzem Dach, Kommissar? Negativ, grau mit rotem Dach. Weißer C3 mit rotem Dach in Sicht. Der Citroën C3 ist grau. Sichtkontakt zu einem grauen C3 mit rotem Dach. Mit schwarzen Felgen? Positiv, Kommissar. Warum? Weil ich dieses Auto liebe. Sollen wir ihn anhalten? Nein, macht nur ein Foto. Jetzt einen Citroën C3-Schein in der gewünschten Farbkombination leasen. Schon ab 89 Euro. Citroën. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS in Zwickau und im Autohaus Fröbelplatz in Auerbach. Thank you.
Wir, das Laufwerk, bieten ab sofort alle unsere Leistungen ohne Aufzahlung während der Corona-Krise im Hausbesuch an. Vor allem für Risikogruppen, also ältere Personen und Personen mit kritischen Vorerkrankungen. Auf unserer Fußambulanz haben wir alle technischen Voraussetzungen, um Sie vor Ort versorgen zu können. Vom Fußscan bis zur Anpassung von Einlagen, Maßschuhen, Abänderungen an Schuhwerk und Ausliefern von Verbandsschuhen und Bandagen. Diesen Service bieten wir natürlich nicht nur für Privatpersonen, sondern auch für Altenheime, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser, besonders auch für müde Füße unserer Ärzte und Pflegekräfte. Auch Patienten, welche noch kein Rezept vom Arzt haben, beraten wir gern. Informationen erhalten Sie unter den eingeblendeten Kontaktdaten. Das ständig vernetzt und always on ist, gibt es nur eine Antwort. Pure Geschwindigkeit, pures Entertainment und pure Freiheit. Eure Verbindung ist Pure. Die Auswirkungen des Coronavirus ziehen sich durch alle Bereiche des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens. Betroffen sind aber auch die Kreditinstitute. Für die Menschen ist es wichtig, weiterhin über ihr Geld verfügen zu können, Überweisungen tätigen zu können und Kontakte zu ihrer Hausbank zu haben. Wie man hier in Zwickau bei der Sparkasse Zwickau mit diesem Thema umgeht, haben wir heute einmal hinterfragt. In Zeiten von Corona ist natürlich auch einer der größten Finanzdienstleister unserer Stadt gefordert. Wir sind heute hier verabredet mit der Sparkasse Zwickau, mit Felix Angermann, dem Vorstandsvorsitzenden. Herr Angermann, was sind die besonderen Herausforderungen für die Sparkasse Zwickau? Wie gehen Sie damit um? Wie schützen Sie Ihre Mitarbeiter? Wie nehmen Sie die Kunden an die Hand? Ja, Frau Utzle, es sind in der Tat große Herausforderungen, die ja die gesamte Gesellschaft betreffen, aber natürlich auch unsere Mitarbeiter insbesondere, die ja im permanenten Kontakt mit dem Kunden stehen. Wir haben verschiedene Maßnahmen ergriffen und ich hoffe, liebe Kundinnen und Kunden, Sie haben Verständnis dafür, weil es wichtig ist, dass Sie sich schützen und dass wir uns schützen, einfach um unsere aller Gesundheit willen. Wir haben als Erstmaßnahme natürlich jedem Mitarbeiter versucht, Handschuhe zu geben. Wir haben versucht, Desinfektionsmittel beizubringen. Das sind Mittel, die ausgehen und auch schwer in der Nachbeschaffung sind. Insofern müssen wir sehr rücksichtsvoll miteinander umgehen. Wichtig ist es deswegen, vereinzelt einzutreten. Wir haben Maßnahmen getroffen, dass maximal so viele Kunden in die Geschäftsstelle können, wie viel wir Service-Points und Selbstbedienungsgeräte haben. Und da bitte ich sehr um Verständnis, auch da darauf zu achten, den Abstand untereinander zu wahren, der einfach notwendig ist, um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten. Wir haben unsere Mitarbeiter an den Service Points mit Plexiglasscheiben ausgestattet, einfach um auch da das Infektionsrisiko zu mindern. Es ist nie 100% ausgeschlossen, dessen sind wir uns bewusst, aber wir tun alles, um Kunden wie Mitarbeiter zu schützen.
Ein weiterer Punkt ist natürlich, wir haben auch deswegen kleinere Geschäftsstellen geschlossen und konzentrieren das Geschäft auf die größeren Geschäftsstellen. Und da komme ich zum Knackpunkt der nächsten Woche. Nächste Woche werden Renten ausbezahlt. Das ist für uns ein Tag, den wir üblicherweise einen sehr großen Kundenansturm haben. Hier appelliere ich an die Vernunft, nutzen Sie die Zeiträume des ganzen Monats, um Ihr Geld abzuholen, aber kommen Sie nicht alle am 31. März und versuchen da Ihre Rente abzuholen, denn das wird nicht funktionieren. Halten Sie auch da Abstand, einfach im eigenen Interesse. Gesundheit geht vor in diesen Zeiten und dafür sollten wir alle die nötige Geduld auch mitbringen. Und respektieren Sie auch bitte in dem Zusammenhang die Anweisung unserer Mitarbeiter und bewahren Sie die Ruhe. Vielleicht noch ein Wort allgemein zu unseren Kunden. Die Situation an den Börsen und Märkten ist natürlich schwierig. Das wird der eine oder andere schon festgestellt haben, wenn er in sein Depot schaut. Auch da sind unsere Berater auch in den geschlossenen Geschäftsstellen während der normalen Zeiten erreichbar, telefonisch. Wir rufen auch proaktiv unsere Kunden an und versuchen gemeinsam Lösungen für diese schwierige Situation zu finden. Hier kann ich nur warnen, jetzt in Panik zu verfallen und zu verkaufen, denn das heißt, Verluste zu realisieren. Und wie vergangene Krisen gezeigt haben, kommt nach jeder Krise auch wieder der Aufschwung. Insofern bitte ich auch hier, jeden Vernunft walten zu lassen und Geduld zu haben. Für den einen oder anderen ist vielleicht sogar die Möglichkeit, der gute Nerven hat, ins Geschäft jetzt einzusteigen, weil die Kurse natürlich extrem gefallen sind. Viele Autofahrer und Spaziergänger werden sich wohl fragen, was es mit den großen Transparenten auf sich hat, die zurzeit bundesweit im öffentlichen Verkehrsraum hängen. Darauf zu lesen Worte des Dankes an Krankenhaus- und Supermarktpersonal, einfach an all jene, die derzeit in ihren Jobs an ihre Grenzen gehen, um kranke Menschen zu versorgen, um die Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Spruchbänder wie diese zeigen die Dankbarkeit in der derzeit schwierigen Situation. Die Idee und Umsetzung kommt nicht von irgendwem. Verantwortlich dafür sind zahlreiche Ultragruppen. Stellvertretend für all diese haben wir uns mit einem Vertreter aus dem vogtländischen Plauen verabredet, um diese und weitere Hilfsaktionen in Zeiten von Corona einmal näher zu beleuchten. Ja, wir als Supportgruppe Plauen haben uns natürlich auch Gedanken gemacht, jetzt in der Zeit, die für alle nicht einfach ist, wo wir aber einfach durch müssen, was wir für die Plauener Bevölkerung oder für die Leute, die eben auch hier an ihre Grenzen gehen oder teilweise darüber hinaus bringen können oder leisten können. Und wir haben uns eben gedacht, diese Transparente zu malen. Das sind 6 Stück hier in der gesamten Stadt. Und die haben wir an neuralgischen Punkten aufgehängt und die sollen einfach den Leuten Mut machen. Die sollen einfach ein gewisses Dankeschön ausdrücken für die, die sich eben hier tagtäglich den Arsch aufreißen für alle. Die Botschaften auf den Transparenten sollen Mut spenden, Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Denn Ärzten, Krankenhauspersonal, Supermarktmitarbeitern und vielen anderen wird derzeit eine Menge abverlangt. Das wissen auch die Fußballfans in ganz Deutschland. Auch wenn diese immer mal wieder in der Kritik stehen, so fallen sie doch auch oft mit sozialem Engagement und Solidarität auf. Das sieht auch Plauens Kultur- und Sozialbürgermeister Steffen Zenner so und begrüßt diese Aktion. Die Transparente unserer Ultras, also der Badkurve, wurden aufgehängt an verschiedenen Orten der Stadt, leider auch an Orten, in denen es Verkehrsbeeinträchtigungen gibt, sodass unser Ordnungsamt einschreiten musste. Aber, so wie sich das gehört, haben wir gemeinsam eine Lösung gefunden. Wir haben mit den Ultras, mit Herrn Mosch federführend, gemeinsam eine Absprache treffen können, dass die Transparente dort, wo sie ordnungsrechtlich nicht hingehören, abgehängt werden. Dafür aber an anderen Stellen, wo sie ebenfalls sehr gut sichtbar in unserer Stadt Plauen sind, aufgehängt werden. Es ist eine gemeinsame Absprache mit den Ultras, mit unserer Badkurve, mit dem Fanprojekt und dem Ordnungsamt der Stadt Plauen. Wichtig ist, wir haben natürlich keine Ordnungsstrafen eingeleitet, sondern unterstützen diese Aktion unserer Ultras ausdrücklich.
Mitunter ist es ja so, und das weiß ich als Sportbürgermeister besonders gut, dass man unsere Ultras manchmal bei dem einen oder anderen Fußballspiel ein bisschen einfangen muss, weil sie über das Ziel hinausschießen. Hier sind sie aber genau auf dem richtigen Wege. Sie zeigen Verantwortung für unsere Zivilgesellschaft. Sie bedanken sich nicht nur, sondern bieten ehrenamtliche, unentgeltliche Hilfe an. Dafür unser Respekt, und das unterstützen wir gerne. Was gibt es Schöneres, als an einem Strang zu ziehen? Das freut die Initiatoren natürlich umso mehr. Die Stadt Plauen ist direkt auf uns zugekommen, hat uns auch angesprochen, hat es sehr, sehr positiv gesehen. Also es ging eigentlich bis hoch zum Bürgermeister, der uns dann ausrichten lassen hat, dass das eine sehr tolle Aktion ist. Und wir haben dann auch eben zusammen mit der Stadt dann auch teilweise noch neue Standorte für die Transparente gefunden, wo wir sie dann eben auch legal aufhängen dürfen. Das ist aber nicht die einzige Aktion der Badkurve. Die Jungs und Mädels wollen auch aktiv Unterstützung leisten während der gesamten Krisenzeit. Es gibt auch noch die Aktion Badkurve hilft. Das ist eine Aktion, die speziell die jungen Kurvengänger bei uns umsetzen. Eben die Jungs und Mädels, die zurzeit nicht zur Schule gehen können, nicht in die Universität gehen können. Und das ist ein konkretes Hilfsangebot für alle Leute, die im Moment eben in Not sind. Leute, die in Quarantäne sind, Leute, die eben zur Risikogruppe gehören und denen eben einfach geholfen werden muss. Wir gehen für die Leute einkaufen, wir machen Bodengänge für sie, holen Medikamente in der Apotheke ab. Und das ist eben auch eine sehr schöne Aktion. Das wird gerade von den älteren Leuten jetzt sehr angenommen. Und die sind eben uns auch sehr, sehr dankbar dafür. Hilfsbereitschaft, diese ist wohl gerade jetzt wichtiger denn je. Die Menschen rücken zusammen und das ist gut so. Werbung. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt Sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung – alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns! Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Ja, an dem Haus hängen natürlich meine Erinnerungen, unsere Erinnerungen. Ich habe es damals von meinen Eltern geerbt und mittlerweile ist es natürlich viel zu groß für uns. Und ich möchte schon, dass es in gute Hände kommt, aber ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Immobilien sind unser Zuhause. Wenn Sie Ihre Immobilie verkaufen wollen, dann sind wir, das Immobiliensender der Sparkasse Zwickau, der richtige Partner für Sie. Wir sind hier für Sie, bewerten Ihre Immobilie und übernehmen Behördengänge. Eine gezielte Kundensuche sichert einen schnellen Verkaufsprozess ohne viele Besichtigungen. Verkaufen Sie keine Immobilie, bevor Sie mit uns gesprochen haben. Shoe Manufacture, das ist der Inbegriff von Orthopedics of Modern Art. Handwerks- und Meisterqualität in der dritten Generation zeichnen unsere Produkte aus. Ob Orthopädie oder moderne Technik, wir liefern weltweit auch über unseren Internetshop. Jetzt ganz neu speziell für Diabetiker, das neue Fußdruckmesssystem, welches die Anforderungen der Krankenkassen erfüllt. Außerdem halten wir speziell von Bauerfeind entwickelte Einlagensysteme, Bandagen und weitere Hilfsmittel für unsere Kunden vor. Der Meister steht Ihnen zu den Öffnungszeiten natürlich persönlich zur Verfügung. Shoe Manufacture, Ihr kompetenter Partner, wenn es um Ihre Fußgesundheit geht. Zwickau, Grimmitschauer Straße 30a, gleich gegenüber dem Hauptfriedhof.
Selbstgemachte Baukasten-Website? Sie macht nicht das, was Sie wollen? Ihre Konkurrenz hat die gleiche? Sie haben keine Zeit mehr für Ihr eigentliches Geschäft? Da hilft nur noch was von Hogendorf. Ich gestalte und programmiere Ihnen eine einzigartige und hochfunktionale Website. Individuell für Ihre Bedürfnisse. Die passenden Fotos mache ich gleich mit. So haben Sie wieder Zeit für Ihr Geschäft und das Ganze spart auch noch Kosten, denn Ihre Zeit ist unbezahlbar. Webseiten von Hogendorf sind es nicht. Rosa Xan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 2020 feiert Sachsen das Jahr der Industriekultur. Aktuell müssen leider einige Veranstaltungen und Projekte verschoben werden. Erkundigen Sie sich regelmäßig unter www.industriekultur-in-sachsen.de und bleiben Sie gesund. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Auch morgen erwartet uns ein freundlicher Tag, das Thermometer klettert bis auf 12 Grad und es gibt einen Sonne-Wolken-Mix. Hier die Aussichten für die kommenden Tage. Ab Sonntag gibt es einen Temperatursturz, die Werte gehen bis in den unteren einstelligen Bereich zurück. Bis in die tieferen Lagen ist mit Schneeschauern zu rechnen. In den kommenden Nächten müssen wir uns wieder auf Bodenfrost einstellen. Der Montag bleibt niederschlagsfrei, gelegentlich lässt sich die Sonne blicken, an den Temperaturen ändert sich nicht viel, es bleibt kalt. Am Dienstag gibt es auch keine großartigen Änderungen. Ein wirklicher Frühling ist noch nicht in Sicht. Nun haben wir diese Woche auch schon wieder geschafft. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Haben Sie Ihren Alltag neu organisiert? Unterrichten Sie Ihre Kinder jetzt zu Hause und verlassen Ihre Wohnung nur noch für wichtige Wege und zum Einkaufen? Eine Alternative fürs Einkaufen sind ja Lieferdienste, die Ihnen die Ware direkt bis an die Haustüre bringen. Gerade für ältere Menschen ist das in Zeiten von Corona eine perfekte Alternative zum Einkaufen. Gerade vorhin haben wir unseren netten Bofrostmann auf der Straße gesehen und erfahren, dass man jetzt sogar noch Bestellungen beim Tiefkühlspezialisten für Ostern aufgeben kann und die Ware pünktlich zum Fest geliefert wird. Und dann wissen Sie sicher, weshalb ich hier diesen Wecker, der aus meiner Kindheit stammt, schon die ganze Zeit in der Hand halte. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird die Zeit von Winter auf Sommerzeit umgestellt. Um 2 Uhr werden die Zeiger der Uhren dann eine Stunde vorgedreht. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Genießen Sie es, genießen Sie morgen die Sonne noch ein wenig. Und dann sehen wir uns hoffentlich alle gesund und munter am Montag zu Tag aktuell wieder.